Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video möchte ich ein weiteres Software vorstellen, mit dem man relativ einfach ein schön gestaltetes Video erstellen kann. Ist die Frage, wozu braucht man das? Meine Idee dahinter ist, wenn Sie zum Beispiel Ihr Projekt intern einfach mal erklären wollen, oder wenn Sie die Benutzung einer Software erklären wollen oder einen Prozess, ne, auch einen Prozess über ein Video zu erklären, finde ich eine ganz spannende Idee. Das wird sicherlich eher angesehen und auch mal wahrgenommen als jetzt Fließtext. Ja, Prozessbeschreibungen sind ja häufig auch einfach Fließtext. Und natürlich kann man einfach eine PowerPoint-Präsentation mit ganz viel Text ablaufen lassen und das aufnehmen. Aber hier hätten wir nochmal eine Möglichkeit, das ein bisschen nett zu animieren. Die Software heißt animatron.com. Und ich bin jetzt hier schon angemeldet, weil ich schon ab und zu mal solche Videos hier erstellt habe. Schauen wir uns einmal das Preiskonzept an. Sie können es erstmal kostenlos ausprobieren. Ja? Kein Problem, einfach mal gucken, wie funktioniert es, wie kriege ich das hin. Und man kann sogar 5 verschiedene Projekte damit anlegen. Ja, das finde ich ganz, ganz spendabel eigentlich, ne? Könnt ihr auch sagen, nur eins, ne? So. Aber nee, das ist tatsächlich 5 Projekte. Man hat aber auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten hier. Das ist ja auch klar. Also, die sind dann alle erstmal öffentlich und wir haben hier das Watermark, also das Logo von Animatron ist immer mit drauf und sowas, ne? Um es mal auszuprobieren, zu testen, wie funktioniert das eigentlich und wie schnell geht das, da kann man das tatsächlich mal nutzen. Natürlich ist die Qualität jetzt nicht so hoch, aber ja, also warum nicht, ne? Kann man ein bisschen was hier ausprobieren. Und was ich bei Animatron auch echt witzig finde, ist, man kann ein Video mit einem Menschen, mit einem Mitarbeiter aufnehmen und dann noch eine Animation hinzufügen. Ja, aber hier wäre es jetzt so, 1 Minute kann man in der kostenlosen Variante da nur hinzufügen. Und bei den Bezahlvarianten natürlich entsprechend mehr. Ne? Was kostet es? Im Moment haben sie da offensichtlich so eine kleine Aktion laufen. Weiß jetzt nicht, wie lange das geht. Eigentlich 30 US-Dollar pro Monat jetzt für 15. Ja, und wenn man noch mehr Möglichkeiten haben möchte, dann eben 30 US-Dollar pro Monat. Ja, schauen wir uns das mal an, wie es funktioniert. Ich klicke hier auf Start Creating. Man sieht hier schon, es gibt so ein paar Vorlagen, sage ich jetzt mal. Ne? Also so ein paar Bilder hier. Und das Ganze ist halt amerikanisch, das heißt hier Native Americans, okay, wenn ihr meint. Aber man sieht schon, da sind so ein paar lustige Animationen mit dabei, auch was mit Katzen. und man kann eben auch solche Sticker da animieren. Also da gibt es eben ein paar fertige Sets, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt auch so kurze Videos, die man mit einbinden kann. Bilder aus verschiedenen Bereichen. Kann natürlich auch eigene Bilder hochladen. Dann hier eher Grafiken. Text natürlich. Es gibt Musik. Ne? Bei solchen Videos bietet sich es auch immer an, Musik zu hinterlegen. Ja, und dann kann man hier eben auch nochmal eigene Sachen entsprechend hochladen. Genau. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Was nehme ich denn mal? Ich nehme mal Pencil and Eraser. Ne? Was gibt es da für schöne Sachen? Da sieht man, da passiert was. Ja, und das ist natürlich wie immer. Man muss sich erst
eine Story überlegen. Man muss sich erst überlegen, was will ich denn eigentlich sagen und wie kann ich das hier mit diesen animierten Bildern umsetzen. Das ist, glaube ich, das, was am meisten Zeit braucht. Ja, das dann hier einzufügen ist gar nicht so schwer, aber das dauert am längsten eigentlich. Ne? Und ich sage jetzt mal, ich hätte hier so ein Callcenter-Agent. Ja, das ist ja eine fertige Szene, die spiele ich jetzt mal ab. Also die labert die ganze Zeit und tippt. So, jetzt kommt es darauf an, wie lang mein Text dann sein soll, den ich dazu spreche. Ne? Also irgendwie, das ist Sabine, sie ist im Vertrieb, in der Auftragsannahme oder was der Teufel was. Ne? Und sie hat einen schwierigen Kunden am Telefon. Oder was auch immer. Und dann kann ich hier, wenn ich jetzt die Maustaste gedrückt halte, eben auch festlegen, wie viele Sekunden soll das jetzt dauern? Also es sind 10 Sekunden vorgesehen. Und ich sage jetzt mal, ich soll das 7 Sekunden lang machen. So. Also, sie ist hier mein Callcenter Agent und für alle Leute zuständig. So, jetzt mache ich hier mal Plus. Eine weitere Szene. Die nächste Szene ist mein unzufriedener Kunde. Der ruft an, der hat ein Riesenproblem. Das macht er aber nicht so lange. Das erzählt er nur relativ kurz. Sag ich jetzt mal. Dann haben wir die nächste Szene. Da ist mein Callcenter-Agent wieder zu sehen. Die ganz hervorragend. Das Problem für ihn löst. So. Aber das macht sie auch nicht lange. Da machen wir jetzt auch mal 4 Sekunden. Sonst wird das alles zu lang, ne? Und dann haben wir am Ende den zufriedenen Kunden. Gucken, wo ist er denn zufrieden? Ja, ich glaube, es ist auch sehr zufrieden, ne? So. Fand er einfach super, wie sie das gelöst hat und so weiter. Und so zufrieden sind unsere Kunden. Das dauert aber auch nicht so lange. Das dauert jetzt 30 Sekunden. Achso, es gibt noch Transition, noch die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Szenen etwas zu machen. Also sagen wir mal das hier, also den Übergang einfach, ne? Background. Ich mache jetzt einfach verschiedene Sachen, um mal zu sehen, wie es funktioniert. Ja, einfach nur um mal zu zeigen, wie es funktioniert. So, und dann müssten wir auch noch Musik hinzufügen. Ne? So, das mit Audio ist natürlich wieder alles nur in der Bezahlvariante. Wir schauen mal, ob wir uns jetzt hier die Szene anschauen können. Also, das ist unsere Mitarbeiterin und die ist sehr kompetent. Okay. Die nächste Seite, das ist der unzufriedene Kunde. Und sie löst das Problem für ihn. Er ist super zufrieden. Und so zufrieden sind unsere Kunden. Okay, also, da muss man jetzt hier natürlich noch ein bisschen dran basteln. Man kann hier auch selbst was aufnehmen. Also das Gesprochene, was ich dann hier als Erklärung dazu haben will. Und ja, dann kann ich das entsprechend downloaden und dann habe ich mein fertiges Video. So, unter My Projects hier habe ich jetzt dieses eine Projekt und das kann ich mir hier auch nochmal ansehen. So sieht halt jetzt mein Video soweit erstmal aus.
merke gerade, das sind lange Zeiten, die nicht gefüllt sind. Das müsste ich jetzt also nochmal nachbearbeiten. Das hätte ich kürzer machen müssen mit dem Kunden, der sich so freut. Der muss ja nicht zweimal in die Luft springen. Das reicht ja auch einmal, oder? So, dann kann ich hier noch einen Tag und eine Kurzbeschreibung dazu fügen. Und hier kann ich es dann eben auch nochmal bearbeiten. Ja, auch nochmal die Größe einstellen. Ja. Oder eben teilen in verschiedenen Social-Media-Kanälen. Also, das ist jetzt erstmal, das hatte ich ja auch schon gesagt, das ist ja immer ein öffentliches Video in der kostenlosen Variante und nichts Privates. Deswegen hier Share this Project. Ja, aber man bekommt so einen ersten Eindruck, wie es funktioniert. Und ich denke mal, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat, mit Animatron und der Möglichkeit, die wir hier haben, die natürlich bei dem kostenlosen noch relativ eingeschränkt ist, erst beim bezahlten, kann man natürlich auch noch schönere Sachen tun. Ja, kann man dann eben ganz nett und mit relativ wenig Aufwand eigentlich ein entsprechendes Video erstellen. Wie gesagt, die Hauptaufgabe, und ich glaube, das ist auch das, was am meisten Zeit raubt, ist natürlich, dass man sich erstmal einen Text überlegt, erstmal die Story überlegt, mit welchem Bildchen kann ich das jetzt am besten darstellen und das dann hier so zusammenzufügen, das ist eigentlich relativ schnell gemacht. Ja, berichten Sie gerne, welche Erfahrungen Sie mit Animatron schon gemacht haben, wie es Ihnen gefällt und teilen Sie auch gerne, wenn Sie Filmchen gemacht haben, die öffentlich sind, teilen Sie die auch gerne hier in den Kommentaren. Dann können wir uns die anderen Beispiele einmal ansehen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.